So Leute, willkommen zu Video Nummer 17. Ich hoffe, das wird nicht so gottlos lang. Vielleicht splitten wir es diesmal in zwei Videos auf, weil das letzte war ja sehr lang. Wie am Anfang in jedem Videos wieder die Standard-Tonbandansage. Gerne kostenlos Abo und Like da lassen. Ich selber vergesse das nämlich auch bei anderen, wenn es ja am Anfang des Videos gesagt wird. Guck mir das Video an und dann auf YouTube denkst du dann da, fuck, hab ich jetzt überhaupt ein Abo da gelassen? Deswegen gerne Abo da lassen. Live on Air, Teddy wieder im Stream-Chat. DJ Johnson, der gute Krypto und weiß gar nicht, wer noch vor uns im Chat. Hallo, ich bin die Standard-Tonansage. Genau. So, wir haben jetzt Busdepot. Hier sind 4 Artefakte, 3 Firefly-Anhänger, 2 Comics, 1 Trainingshandbuch, 2 Arbeitsbänke, ein Werkzeugtool, ein Chiffrendor, 6 optionale Konversationen. Genau, wir machen immer noch First Try, First Platin Run. Ich hoffe natürlich, ich habe nichts vergessen. Zu Beginn des Kapitels wird Joel mit Ellie sprechen, schließlich stelle er seine Frage. Red nie so viel, mach endlich. Ja, ja. Ich mache ja schon. So, starten wir für euch nochmal neu, weil das optionale Gespräch habe ich vor uns schon getriggert, vor der Aufnahme. Habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dich. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du? Ellie, da ist es. Oh, ja, klar, das klingt toll. So. Artefakt 6. Head Inside. Oh. Der RV in der Artefakte in der Spüle finden. Also quasi dort vorne drin, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Spüle von dem Wohnwagen. Ja. Aus welcher Gegend von Deutschland kommst du eigentlich, Krypto? Das haben die so mit Raben schon geschickt, dass die mit dem was gemacht sind. Genau, das Bild dann hier. Vergebt uns. Ja, an der sogenannten Spüle. So, Joel, nimm dir schön den Schnaps mit. Optional an den Leichen, an der Rückseite des RV, dann nach draußen. Ellie wird neben dem Bus ein weiteres optionales Gespräch. Gebürtig Thüringen, momentan Köln. Okay, Köln ist ja fast bei uns um der Ecke hier. Ja. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Ah ja, dann ist das optionale Gespräch. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür. Cockpit. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Nein, ich wohne zwischen Dresden und Radeberg. Direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. So. Weiter die Rampe, bis sie an Schulbus passieren, kommt dahinter, um diesen Anhänger durch einige orange Kegel zu finden. Okay, also beim Schulbus. Aber die meinen nicht den Bus, oder? Oh, hier neues, das was für Jona, Jan. Neues Luxusflugzeug ab November 2013 fliegen sie mit Airways. Neues Flugzeug. Luxusflugzeug. 2013. Stimmt, ne? Das Spiel ist ja von 2013 ursprünglich mal gewesen. Ah, hier unten ist der Bangbus. Zu unserer Rechten sehen wir das Fake-Taxi. Ihr wisst, was ich meine. So, und hier ist der Firefly-Anhänger.
irgendwo zwischen den. Ah ja, genau. So, oh, meine Cam meldet das. Ah ja. So, Katharina Perich, okay. Habe auch schon in Dresden gewohnt, da habe ich meine Schule gemacht und danach war ich in Chemnitz. Okay, krass, neben Chemnitz in Frankenberg war ich bei der Bundeswehr. Und in Chemnitz hat mein Cousin ein paar Jahre gearbeitet. Gerade in der Zeit, wo ich auch in der Bundeswehr war, 2009 bis 2010. So, Artefakt 77. Wenn Sie am Logan James Bus Station ankommen, gehen Sie innen und suchen Sie ein offenes Gepäck hinten links nach dieser Notiz. Okay. Die wolltest du doch klauen. Und komm, Alarm, Alarm. Was wollte ich klauen? Sieh dir das an, wie überall. Eine verwaiste Karate. Alarm, Alarm. Kennst du das nicht? Oh ja, doch, doch. Dieses Prachtstück darf man nie und nimmer vertrocknen lassen. Ah, jetzt weiß ich, was ihr da gerade guckt, der Schlinge. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Ah, ich spoiler mal noch nicht, was im Krankenhaus passiert. Ich kenn's ja noch in PS3-Zeit. Aber wenn du schon. Komm, bis in die Wanne rein. Bis. Vielleicht geht es hier durch. So, das müssen wir auf das Gepäckstück. Und dort finden wir dann einen Zettel drin. Ich überlege gerade, wenn Krypto schon Xbox 360 gezockt hat, dann ist er ja auch nicht mehr so jung. Dann müsste er ja auch schon mindestens Anfang, Mitte 20 sein. Nice. Ist alles okay? Das ist optionales Gespräch, wenn Ellie auf der Bank sitzt. So still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht. Schon gut. Zwei so, Freunde ja. Unterhalten sich. Welches ist denn deine Lieblingsstellung? Also, pass auf. Meine Frau legt sich auf den Wohnzimmerteppich und macht die Beine breit. Ja. Ich hänge mich nackt an den Kronleuchter, gut, schwinge dreimal hin und her und lasse mich mit einem lauten Dartsanschrei auf sie herunterfallen. Und ist das nicht ein bisschen umständlich? Das schon, aber die Kinder finden es toll. Da waren wir zu lang. Lucia, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in andere Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein, zwei Wochen dauert, bis er dich erreicht. Uns geht es gut. Hannah spricht viel von dir. Sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie inmitten all dieses Wahnsinns verhält. Mir kommt es vor, als wäre ich ihr der Emotionale. Meistens ist es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe auf eine. Auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung. Ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. Liebe Graham. Naja, wer weiß, wo da die Stimme hören will. Optionales Gespräch 38 nach dem Klettern der Leiter folgt. Wie oft denken Sie an Sex? Spermanent. Ich finde das auch schön. Was findest du schön, Nash? Klär uns auf. Das, was Jona vor uns gepostet hat, mit in die Badewanne pissen und so. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Das ist quasi aus dem Bildungsfernsehen. Aus dem Bildungsfernsehen
der frühen 90er. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Und auf geht's. Spermanent. Ellie. Ja, genau. Ja, wir feiern das alle nicht. Was? Die Leiter. Komm schon. Nur viele trauen sich, das nicht auszusprechen. Wir schon. So. Oh, als nächstes findet eine Konversation statt. Da freue ich mich drauf. Also, auf allgemein das, was jetzt kommt. Aber das verrate ich noch nicht. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Es ist der Nashy Boy. Hat übrigens auch noch eine PS4. Und ich sage nach wie vor, es gibt ja noch keine Exklusivtitel für PS5, die es nicht auch für PS4 gibt. Oh, hier liegt noch was. Deswegen. Was ist los? Ellie? Na, was ist los? Ihr werdet es gleich sehen. Gleich kommt hier Dogus. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was zur Hölle? Jetzt wird's einfach nur schön. Seht ihr das? Jetzt müsste die Musik von Jurassic Park kommen. Komm, Beeilung! Was zur Hölle? Einer der schönsten Momente im Spiel. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Kommt eine Frau beim Arzt. Hallo. Kommt eine Frau. Das ist so geil, die Szene. Ja. Komm, hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Ja, ich habe die PS3. Ich könnte die Score theoretisch instant herholen. Ich habe aber die PlayStation 2, PlayStation 1 noch hier. Und die PS4 auch. Ich nicht nur die 1 und die 2. Ja, ich war damals quasi in Exot bei mir im Freundes. Achso, warte mal. Auf dem Dach wird Ellie sich gegen den Leib lehnen, sprechen Sie mit ihr für das Optionalgespräch. Ich war damals tatsächlich in Exot in meinem Freundeskreis, weil alle haben sich die Xbox 360 gekauft. Die kam eher raus und hat viel weniger gekostet. Ich glaube damals nur 400 Euro als Next-Gen-Konsole und die PS3 hat der gottlose 799 oder ich glaube sogar 899 am Anfang gekostet. Ich hatte die abwärtskompatibel waren zu den alten Spielen, die Fat Lady, die ist irgendwann kaputt gegangen. Also da hatte MI-Anschluss war kaputt und jetzt habe ich die PS3 Slim noch da mit 1 Terabyte Festplatte drin, hat schon irgendwann mal nachgerüstet. Einfach nur schön. Jetzt die Jurassic Park Mugia so. Oh. Klar, die eine hieß da auch Alien Jurassic Park. Optionales Gespräch. Die 1997 erschienene Sony PlayStation ist eine technologisch hochentwickelte, einem jeden Computer ihrer Zeit überlegene Heimkonsole für digitale Suchtmittel. Sie war die Einstiegsdroge für eine Tomb Raider und Crash Bandicoot geschädigte zweite Konsolenkindergeneration. Die hohe Verfügbarkeit,
Die große Spieleauswahl und die erschwingliche Preisgestaltung hat zu damaligen Zeiten so gut wie jedes Kellerkind in einen Game Junkie verwandelt. Alter, wo hast du das schon wieder? Ja, dieses gottlose Ding. So, das tue ich auch mal kurz ausblenden, damit wir das ein bisschen auf uns wirken lassen können hier. Natürlich nicht ganz uneigennützig, dass ich einen geilen Screenshot habe. Wow. Vielleicht für YouTube. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Die musikalische Untermalung, so, es ist schon. Das Spiel ist schon Kunst, muss man echt sagen. Comic Nummer 11, gehen nach unten zurück in den Busbahnhof. Das wird eine Rückbank neben ihnen geben. Gehen Sie rein, um diesen Comic vor einem Stall zu finden. Also, wie gesagt, der Google-Übersetzer, den könnte ich tatsächlich auch machen, weil mit Stall meinen die tatsächlich aus Scheißhaus. Und nicht die L'Oreal, die auf dem Scheißhaus gesagt hat, sondern das richtige Scheißhaus. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du. Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. So, weiter geht's. Jonah wieder hier mit einem Armor. Oh ja, Tomb Raider. Auf der 1 war das katastrophal von der Grafik her. Ja, war aber schon ein übelster Game Changer gewesen. Also Tomb Raider, ohne Tomb Raider gäbe es ja Uncharted zum Beispiel nicht. Ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Ist so krass, was du hier für eine Bindung aufbaust zu den beiden. Und in Teil 2 wirst du einfach so gottlos weggefickt. Krypto, hast du Last of Us 2 gespielt? Für PS4? Also nicht nur, weil die gottlos viel aus der PS4 rausgeholt haben, sondern auch. Naja, hier müssen wir rein jetzt. Sondern. Genau, hier haben wir das nächste Comic. Manche Menschen werden mit einem Arsch im Gesicht geboren. Arschgesicht. Das entsteht im 4. Monat der Schwangerschaft, weil sich gewisse Zellen nicht richtig entwickeln. Genau. Die Zeit für Daniels zweiten Testflug mit Überlichtgeschwindigkeit ist gekommen. Diesmal ist es keine Erkundung, sondern eine Unterwanderungsmission. Diesmal ist auch Daniel dabei, ihre Ladung eine Antikohlenstoffbombe von 20 Teratonnen. Ihre Mannschaft, 8 der fähigsten, selbstmörderischsten und gefährlichsten Männer und Frauen der letzten Macht. Ihre Mission, die Vernichtung der Heimatwelt der Reisenden. Das war was für Jona. Oh, neue Werkbank. Ach nee, wer ist das letzte Werkzeug? Finden Sie den Busbahnhof. Wenn Sie den Busbahnhof verlassen, stehen Sie vor einigen medizinischen Zelten. Hält ins große Zelt, um dieses Werkzeug zu finden. Nice Scheiße. Mich würde mal interessieren, wie du Tomb Raider streamst. Wie ich das streame? Na, nun für sich über Twitch, wie immer. ich habe tatsächlich Tomb Raider für die PS4. Tomb Raider 1 für die PS4 durchgespielt. Aber die anderen Teile, ne. Ich habe Tomb Raider 2, habe ich. Also ich habe Tomb Raider 1 und Tomb Raider 2 da.
aber Tomb Raider 4, Tomb Raider 3, ich glaube nicht, ja, ne, da fehlt mir die Zeit, weil als nächstes machen wir im Stream nach Last of Us machen wir erstmal Left Behind noch, weil das brauchen wir hier für die Platin Trophy. Eventuell machen wir Horizon Zero Dawn, die Story nur, machen wir nicht auf Platin. Dann Modern Warfare 2, die Kampagne. Resident Evil 8, das DLC, was rauskommt jetzt Ende des Monats. Und dann God of War Ragnarök. Das kommt ja dann direkt auch schon Anfang nächsten Monats, also in, ich glaube, 3 Wochen ungefähr. Ja, mit Capture Card und die Aufgabe löst. Deswegen wird für Tomb Raider, denke ich, da geht, also Tomb Raider würde ich spielen, wenn ich tatsächlich gerade nichts Aktuelles am Start habe. Aber dadurch, dass es gerade viel Aktuelles gibt. Und dann kommt nach Krypto, das würde mich interessieren, ob das auch ist, Callisto-Protokoll. Anfang Dezember. Zeitgleich mit Marvel Midnight Suns. Da bin ich ja auch hin und her gerissen und weiß nicht, ob ich mir das holen soll oder nicht. Schwierig. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Das war kurz nach dem Zusammenbruch. So. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Federal Disaster Response Agent, Depot der medizinischen Dienste. So, hier drin finden wir jetzt das letzte Werkzeug. Der Taxifahrer ist eine Person, welche gerne fremde Menschen von der Kneipe, Disco oder dem Puff nach Hause fährt, wo die Frau schon mit dem Teigholz wartet. Oh ja, oh ja. So, hier haben wir jetzt das letzte Werkzeug. Mal sehen, was das ist. Ich komme nicht drauf. Werkzeug ist alles, da haben wir es. Das muss ich jetzt Randalebob schicken, weil der gute Brähe, ich vergesse das immer wieder zu sagen. Zum Beruf des Taxifahrers qualifiziert man sich, indem man entweder zu wenig oder aber zu viel Zeit an Schulen verbracht und gelernt hat. Ansonsten muss man mindestens so viel Deutsch beherrschen, um Passanten nach dem Weg fragen zu können. Die Berufsgruppe ist entweder des Deutschen überhaupt nicht mächtig oder hat ein abgebrochenes Germanistikstudium vorzuweisen. Ich habe hier wieder einen gottlosen Jonah im Stream, ich merk's. So, als nächstes Firefly anfangen. Gehen Sie an den Zelten vorbei und schauen Sie nach links, um ein Flutlicht in der Nähe des Zauns zu sehen. Der Feuerwehranhänger hängt am Flutlicht. Oh, hier finden wir dann auch eine Werkbank. Das der? Ja, das ist er tatsächlich. Ey, guck mal, Teddy, würdest du den sehen? Vor allem hier kommt unter die Sonne direkt eingestrahlt drauf. Gut, da hat er blinkert ein bisschen. Nie im Leben. Also ohne Guide. Schwierig. Federal Sicherheitsstörungsdienst. Ah ja.
Achso, was muss man jetzt? Kopf nach rechts und andere Zelt zu betreten mit der Arbeitsbank hin. Also hier hast du ja wirklich auch wieder eins nach dem anderen. Ne? Gemeinsam. Ah, da drüben das Ding. Die PS3, die hat sogar ein Blu-ray-Laufwerk. Die PlayStation 2 hatte ein DVD-Laufwerk und die PlayStation 3 hatte sogar schon Blu-ray. Nostalgische Gaming-Geschichte mit Ermex. Oha. Gegenüber direkt auf der Werkbank, so, das zählt auch als Artefakt. Die Karte vom. Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City, die handschriftlichen Notizen auf einer Karte weisen auf die Evakuierungsroute des Krankenhauses und Gebiete ohne Vorräte. Ja. So, Werkbank. Okay, was haben wir denn? Also, ich habe sowas Geiles gefunden. Das Paarungsritual von Paarungsverhalten von Nerds. Jona. Du wieder. Unsicher, ob ich. Boah, wir haben übelst wenig Waffenteile. Scheiße. Ich bin mir unsicher, ob ich einen Schaden bei Waffen verbessere. Aber ich würde fast sagen, das wird am besten sein. Musst du nicht noch eine Waffe komplett? Hab ich doch hier einen Revolver. Teddy. Ah, stimmt, der Revolver, weil genau. Der wenigsten Ressourcen frisst. Nachladetempo, panzerbrechend. Oh, so, jetzt bin ich full. Boah, hier brauchst du U75. Wobei bei der Schrotflinte findet man viel Munition, ne? Dort würde es eigentlich Sinn machen. Die Dings. Okay, hier ist es gut. Das sind mindestens 3 A4 Seiten, das ist ein bisschen zu lang für einen Chat. Nein, es gibt etwas, wo du sogar sagst, das ist zu lang, Jona. Was halte ich jetzt für ein Gerücht? Oh, Schaden beim Flammenwerfer. Schiss mit der Verursache mehr Schaden, 100% mehr Schaden. Mehr Schaden. Richtig und wichtig. Ja, länger als dein Cock. Kostet zwar nicht so viel, aber ich glaube trotzdem. Reichweite der Waffe könnte sehr entscheidend sein. Schussfolge. Ne, Reichweite der Waffe ist gut. Oho, was ein Oho. So gut, da kommen wir jetzt beim Flammenwerfer. Oh, für die 20 auch noch Kurven. Also egal in welchem Spiel, ich liebe einfach die Pumpgun. Und mit Liebe zum Detail, wie das alles auseinander nimmt hier, ne? So. Karte von Salt Lake City. Joel und Sarahs Foto weiter zum Bus und Ellie wird sich an sie zum Gespräch nähern. Sprechen sie mit ihr, akzeptieren sie dann ihr Geschenk, sowohl für das Gespräch als auch für das Artefakt. Ist die Miete überwiesen, sind sie wieder in den Miesen. Euro-Chaos, Börsenkrisen, Renten knapp und null Devisen. Immer poppen oder borgen, Raten zahlen, Steuersorgen, holen sie sich gleich übermorgen das. Mit der Pumpgun, auf zur Bank. Ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun.
Das feiere ich. Wir müssen irgendwas machen, dass der Chat nicht immer in meine Kamera reinskippt. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Das ist gerade, wenn du so einen langen Text postest. Genau, jetzt kommt das andere optionale Gespräch. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Krypto, hast du nur Dings gespielt? The Last of Us Part 2 für PS4? That was my question to you. Achso, hier müssen wir rauslassen. Okay. Halt dort über eine Feuerflamme. Nach der Durchfahrt durch den Bus fahren Sie an einen anderen Bus, der in den Tunnel führt. Gehen Sie hinter den Bus, um das Vorort zu finden. Aha. Also es ist Utla wieder hier um die Ecke. Also hier geht's wirklich. Ja, Firefly, naja. Wirst du Callisto-Protokoll holen? Natalie, hu, hu, hu. So, jetzt aber das. Ausbildung Bomben, Schrapnell. Im Inneren des Tunnels treffen sie auf mehrere Klicker und Bloaters mit in einem Tunnel auf der Seite. Kopf durch den Tunnel und wenn sie raus, gibt es einen Lastwagen vor sich. Klippen Sie darauf, um dieses Handbuch zu finden. Okay. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Oh, ich könnte ja jetzt schon spoilern. Aber ich mach's nicht. Falls es im Chat welche gibt, die Story tatsächlich noch nicht kennen. Und auch Geschichte, also von der Story her, eins der geilsten Spiele, die ich je gespielt habe. Was auch der Grund ist, dass ich das hier das dritte Mal durchspiele. Gibt es so mehr Strophen. Okay. Hey, tauscht man den ein? Ja, vor allem, die geht auch ziemlich lang, die Story, das ist das Schöne. Ja. Nerven tut das Brüderlein. Schwiegermutter will nicht heim. Einmal drücken. Ganze 10 Kugeln kann man fliegen sehen. Arbeitsamt fährt auch nichts rüber. Wird der draußen einmal drüber. 45er Kaliber, uns zur Bank gleich gegenüber. Langeweil, unentschieden oder einfach unzufrieden. Scheiß Gesamtsituation. Hauptsache Munition. Computer ist dir abgekackt. Alles geht dir auf den Sack. Angesickt, angelegt. Mit der Pumpgun, sportlich schlank. Ja, Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Du solltest flüchten, du Stück Scheiße. Noch mehr bitte. Ich weiß, wem das gefällt. Neshi, Neshi, Nesh. Remissio. So. Wir müssen definitiv. Also wir gehen wieder hier hoch. Nehmen aber. Oh.
Ja. Und Bams. So, super sonst noch Digga. Nee, dafür spende ich nicht meine gute Muni. Das fühle ich. Sei leise. Scheiße, wir können hier aufrüsten. Das war auch leider. Naja. So, jetzt haben wir hier vorne auf dem Truck finden wir das Trainingshandbuch für Bombenschrapnelle. Ja, gut, dein Stream ist genau um 15, 16 etwas instabil geworden. Wer weiß warum. Man könnte meinen, es geht mit ominösen Mächten zu. Alle, die gerade erstmal im Chat mit dabei sind, beziehungsweise im Stream, gerne ein kostenloses Follow da lassen, dann verpasst ihr keinen Stream. Es geht bergab? Ich glaube nicht. Wir haben das ganz gut gelöst, das Problem, denke ich. Ist das dort vorne da? Ja, scheint zu sein, da vor ist ein Haufen, ein Berg mit Haufen Scheiße. Aber die haben ja auch geschrieben, ein paar Bloater. Bis jetzt kam ja bloß einer. Ich habe schon mal was gehört. Ah ja, ja, dort oben müssen wir drauf. Nee. Dann müssen wir da oben drauf. Nein. Flammenwerfer geht gut ab. Kann man Ellie anzünden? Alter, gute Idee, ne? Nee. Scheiße. Geht leider nicht. Aber die Idee war gut. Wobei man sagen muss, im Laufe des Spiels merkst du halt, dass die immer mehr nützlicher wird, die Ellie, ne? Ich höre immer noch so ein scheiß Vieh. Oh, jetzt hat es wieder. Warum diesen scheiß Guide immer wieder nach oben manövriert, wollte ich gerne mal wissen. Naja. Und wieso sehe ich ja Mark Forster seine Fresse? Mach's weg. Du hast mit Gaming nichts am Hut. Oder macht Mark Forster neuerdings auch für Gaming-Werbung? Naja. So. Hier oben drauf müsste das Handbuch sein. Ah ja. So.
Ja, aber besorgt es ein Buch. Nur das jetzt findet man über Comic 11. Fortschritt, bis die Leiter fallen müssen, um Ellie zu helfen auf dem Lastwagen. Okay, gut. Finden Sie alle Trainingshandbücher. Da war er wieder. Da war er wieder, der gottesfürchtige Brille. Müssen wir unserem gottesfürchtigen Randalbob schicken, der wie gesagt das Spiel gesponsert hat. Siehe hier. Hat sich nämlich in der Disc-Version geholt und hat das vor mir platiniert. Aber da der gerade arbeiten muss, ist er live im Stream nicht dabei. Ronnie ist schon eine geile Sau. Oh shit. Jetzt haben sie mich entdeckt. Oh, weg. Das scheint es gewesen zu sein. Nee, war es nicht gewesen. Sinnlos. Das war's aber jetzt. Tod. Ich glaube, das waren alle. Teddy. Kämpfen und leben. Ja. Bleib bei uns. Wir vermissen dich sonst. Also ich glaube für die Großen, nämlich nur noch einen Flammenwerfer, die lassen ja immer Flammenwerfer-Muni fallen. Die Translation von man. Was ist denn das? Tut das Stream Elements Bot jetzt auf Englisch quatschen? Oh, nehme ich die Machete mit? Komm, was soll er geil? Jetzt hat man nie eine Machete im Spiel jetzt. Also in dem Durchlauf, in dem Run. They are we running? Ich staune, dass die Nagelbomben trotzdem bei den Blutern so wenig Schaden machen. So, haben wir wenigstens von jedem eins, falls es schnell benötigt werden sollte. So, das nächste finden wir. Fortschritt, bis sie einen Leiter fallen lassen müssen. Achso, um Ellie hochzuhelfen. Gut, da sind wir ja noch nie. Ne, ich teste was, ob der Bot die Beleidigung vorlesen kann. Ah, das ist natürlich geil. Jona wieder mit dem Five-Head-Move.
Gib mir mehr Loot, mehr Loot. Darunter. Kommen Sie zu Amix in den Stream. Hier können Sie auch von einem Bot beleidigt werden. Nicht nur vom Streamer persönlich. Okay. So. So, vom LKW gehen Sie auf die Lüftung und nehmen Sie das Comic am Ende. Okay. Ach nee. Hier ist noch nichts mit Leiter. Scheiße. Ich glaube schon. Reingefehlt. Bin mir aber nicht sicher. Soll ich mich mal selber in die Luft sprengen? Da war er. Der Gott ist fürchtig. Scheiße, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auf dem Lastwagen hier oben lag. Ich hoffe, es liegt auf dem nächsten. Hier stand irgendwas im Guide von alles klar. Leiter. Wir kriegen sie uns nicht. Okay. Pass auf hier, das Wasser scheint tief zu sein. Nee. Hey, das machen wir, wenn's vorbei ist. Was denn? Dort oben liegt der Comic. Na klar doch. Ah ja, doch was mit Leiter. Ich komm da nicht dran. Okay, also kann unser geliebter Bot keine Beleidigung vorlesen. Naja, ist doch auch okay. Lust auf einen Spaziergang? Nein. Meine Gumwatch. Ich habe keine Lust auf einen Spaziergang. Wieso können die ja jetzt keine Räuberleiter machen? Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lass mich die Leiter runter. Okay, Moment. Ich frage mich gerade, die Ellie kann Leute einfach abstechen, abmurksen, killen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Aber die kann nicht so mal hier verfickt nochmal durchtauchen. Genau, hier sind wir richtig. Gehen Sie in die Lüftung, nehmen Sie den Comic am Ende. Okay, Leute. Besagtes Comic. Hier ist noch einer. Katalyse angesichts der
gescheiterten Mission beschloss Daniela und James, das ultimative Opfer für die Menschheit zu bringen. Sie wollen das Schiff, die an die Kohlenstoffbomben direkt in den Neutronenstern fliegen. Die daraus resultierende Explosion war das signifikanteste astronomische Ereignis seit der Entstehung der Galaxis und vernichtet die Flotte der Reisenden, ihre Heimatwelt und zahllose weitere Welten und Sternsysteme. Aber wird das Opfer von zwei der größten Helden der Menschheit ausreichen, um sich aus dem eisernen Griff der Reisenden zu befreien? Ich glaube, die sollten dieses Starlight Dinger auch mal an Jonah schicken. Dem würde das bestimmt gefallen. Bin ich mir sehr sicher. Aber Ellie wird ihnen helfen, ein Tor zu öffnen. Einmal geöffnet können sie durchs Tor Arbeitsbank an der nächsten Tür finden. Feuerflogen. Firefly-Labor. Aha, wir haben es fast geschafft hier. Das Kapitel. Oh, geil. Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen. Das liegt an der Szene. Komm. Wenn ich hier mal... Okay, bleib einfach am Rand. Alarm! In der Szene geht es ohne Probleme, ne? Könnte sein. Hat eine Stunde Cooldown. Okay. Aber das ist geil, Jonah. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ich weiß bloß nicht warum. Ausgerechnet in der Szene hier immer die Probleme mit den Alerts auftauchen. So, jetzt unmittelbar durch die Tür rechts für die Schrifttür. Okay, also hier finden wir eine Werkbank und die Chiffretür. Werkbank haben wir da drüben. Okay, dann mal los. So. Da haben wir es wieder. Es könnte sein, dass ich mal kurz unterbrechen muss gleich. Also nicht wundern. So. Und mit oder durch Tür rechts mit für diese Schiffertür. So. Ne, wir haben eh keine. Bleib liegt an der Capture Card. Aber es ging doch sonst auch. Das ist wieder der Klassiker. So.
Ist Teddy noch da? Ich weiß nicht, ob Teddy noch da ist. Antworten tut er nicht mehr. Eingeschlafen. Ja, ich bin schon noch da. Jetzt haben wir alle Collectibles in dem Kapitel gefunden. Sieh mal! Da ist es! So, Leute. Krankenhaus St. Mary's. Wir gehen straff auf das Ende zu. Du wartest dir. Ich gehe nirgendwo hin. Mhm. Scheiße. Schneller, schneller. Schneller. So, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Auftauchen, Luft holen und runter mit. Rechts rum. Echt jetzt? Das wäre nur so ein kleines Stück gewesen. Naja gut, die Checkpoints sind ja vergesetzt. Muss man ja mal. So, Collectibles gibt es hier keine mehr. Erst wieder im Krankenhaus. Ja. So was. Das war wieder der Five-Head-Move. Teddy dann beim Finale, heute oder morgen Abend. Wie, wir sind schon am Ende vom Spiel. Aber man muss sagen, ich glaube, Teddy war von Anfang bis Ende dabei wieder. Ja. Wie bei God of War. Ja, super. Okay, los, bring mich mit. So. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig.
Ich hab dich. So. Oh, seit einer Stunde läuft die Premiere vom neuen Last of Us Video auf YouTube. Mhm. Ah, ich muss da drüber. Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Hört ihr das? Ein kleiner schnarchender Teddy. Macht nicht so laut. Oder postet laut an alle in den Stream. Das sag ich ja. Ellie bringt viel, also die schnetzelt Gegner ohne Ende weg, aber schwimmen kann sie nicht, genau. Sonst könntest du die wieder game-breaking-mäßig nicht mehr aufsammeln, ne? Hm. Jetzt hat er dich nicht schlecht geträumt. Einmal Liebe dalassen. Ich weiß ja nicht, ob Ellie nicht schwimmen kann, ne? Oder ob ihr das Wasser zu kalt ist. Vorhin hat sie ja geschrien, kalt. Oh, okay. Gute Idee. So. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Reisende Strömung. Der sicherste Weg für Envy Ellie. Jona bringt dich, die Jona bringt dich um die Eck, Ort. Gehe ich dann nach dem Stream. Nach dem Kapitel mache ich erstmal Pause. Weil dann ist ja quasi schon fast Finale. Und das machen wir entweder heute Abend oder übermorgen. Oder? Geile Sequenz. Okay.
Komm mit, Ellie. Komm. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Bam, gab's von die Fratz. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Ehrlich? Es geht dir gut. Sie ist auch gut. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist ihr Schicksal. Du ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, John. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Steh auf, wenn du am Boden bist, steh auf. Auch wenn es so schwer ist, steh auf. Was? Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Wir brauchen mehr Gewaltdarstellung. Er ist hier drin!
So. Leute, das war's mit Video Nummer 17. Video Nummer 18 wird vermeintlich das Finale des Spiels sein. Das Ende des Spiels. Dann werden wir aber noch nicht Platin haben, weil im Anschluss hängen wir noch Left Behind, das DLC, dran, weil das hängt in der Platin Trophy hier mit drin. Also das ist alles quasi in Durchlauf sozusagen. Wenn ihr hier guckt, ist das hier unten dann ab hier Left Behind Zeug. Das machen wir natürlich auch noch mit. Kommt auch mit als Video, keine Sorge. Sollten wir wieder ab live gehen. Gebe ich es bei Insta durch, ne? Falls wir nicht live gehen heute Abend, gebe ich es auch bei Insta durch. Sonst sehen wir uns morgen eventuell zum Finale. Oder übermorgen. Euch auf YouTube braucht das ja nicht jucken, weil ihr schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Ja, wie gesagt, First Try, First Platin ran. Gerne kostenlos Abo und ein Like da lassen. Unterstützt den Creator am meisten. Ich danke Jona, Teddy, der wahrscheinlich jetzt gerade schön träumt. Aber es wäre jetzt auch unfair. Der Gute ist einfach weggenickt und ich spiele das Finale dann unten und das irgendwie jetzt. Wir sind durch. Ne? In dem Sinne. Followt rein. Links sind in der Videobeschreibung für Twitch und die Social Media Kanäle. Großer Dank, große Liebe geht an DJ Johnson, aka Jona, für die gottesfürchtige Aufwertung mit Text per Speech wieder.